Hallo, wir haben heute einen Erbsensalat gemacht. Wir nennen ihn Kompromisssalat. Der Name des Salates gebührt meiner Schwester. Sie mochte als Kind keine Salate, aber Erbsen und Möhren. Also kreierte unsere Oma einen Erbsen- und Möhrensalat, also eben einen Kompromisssalat. Der Salat heute ist allerdings von Henrika und mir. Zutaten: eine Dose Erbsen und Möhren, eine rote Zwiebel, ein Viertel Fleischwurst, ein Esslöffel Essig, drei Esslöffel Öl, ein Schuss Balsamico-Essig, Salz, Pfeffer und Küchenkräuter. Der Salat, der schmeckte würzig und mit dem Balsamico wurde es besonders gut. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen.